Gummy like a Hellcat. Bevor das Video losgeht, noch eine kleine Information für euch. Ich habe jetzt einen eigenen Discord-Server, das heißt, ihr könnt alle gern mal reinkommen. Erster Link in der Videobeschreibung. Falls ihr eben Bock habt, mit mir oder vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten aus der Community euch zu unterhalten, zu chatten, was auch immer, könnt ihr gern hier reinkommen. Und ja, ich habe auch mal vielleicht mir noch überlegt, vielleicht auch mal ein Gewinnspiel oder was auch immer hier über diesen Server laufen zu lassen. Das heißt, kommt gern mit rein, Leute. Der Server ist noch ein bisschen im Bau. Ihr könnt gern euer Feedback und alles Mögliche hier auch da lassen. Kein Problem. Wir wollen ihn stetig verbessern. Also Leute, kommt gern rein. Wir sehen uns. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und natürlich, Leute, ich bin auf jeden Fall, Leute, heute 15.30 Uhr live zum neuen Event. Seid gern am Start. Wir werden die ersten paar wilden Packs hoffentlich öffnen. Wir werden nochmal ordentlich was raushauen. Ich hoffe natürlich, dass ich was ganz Gutes ziehen kann. Das wäre natürlich das Beste hier, wenn ich jetzt hier was ganz Schönes dann ziehen kann im Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. Es wird eine ganz, ganz wilde Sache. Es wird einfach nur geil. Es wird einfach nur geil, mal wieder live sein hier mit euch. 15.30 Uhr, seid gern am Start. Wir haben ein neues Event, Leute. Wir haben ein neues Event, das Landeshelden-Weltweit-Event. Landeshelden Worldwide, Nation Heroes Worldwide, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist jetzt mal wieder am Start. Und es ist halt einfach, meiner Meinung nach, einfach eine Kopie des normalen National Heroes Event, was es vor, ich glaube, einem Monat oder zwei Monaten gab. Ja, also EA auf jeden Fall hat sich hier was ganz super Neues, Krasses ausgedacht. So ein Ding ist das Kappa. Nein, wir gehen trotzdem natürlich mal rein, schauen uns an, was Free-to-Play ist, wie das Ganze auch funktioniert. Ganz klare Sache. Und zwar haben wir hier nämlich hier Landeshelden weltweit. Erstmal kann man hier mal wieder ein bisschen Werbung gucken, ich nicht. Dann kann man hier nämlich noch täglich ein schönes Pack öffnen. Man bekommt täglich 10 Splitter und hier kann man sich dann eben was holen. Landespunkte oder Mosaik-Token hat man eben, wenn man Glück hat. So, oder eben auch 20 Splitter und man bekommt alles wieder zurück. Was die ganzen Punkte sind, schauen wir uns gleich nochmal an. Vorher natürlich nochmal hier, genau, wöchentliche Energierang kann man sich auch gönnen hier für 75.000. Kann man hier nochmal 7 davon kaufen. Machen wir alles im Livestream, Leute. Kann ich euch jetzt schon sagen. Was hier an diesem Meilenstein Free-to-Play ist, schauen wir uns auch dann erstmal später noch an. Erstmal aber natürlich noch hier der Abenteuerpfad. Hier kann man nämlich jeden Tag täglich spielen. Für 15 Energie könnt ihr euch raushauen. Hier, es gibt wieder Ingame-Energie. Könnt ihr hier, in Richtung der ganzen Spieler gehen. Hier haben wir 96er auch am Start. Und hier bekommt man eben diese Landespunkte bei den Spielen. Hier, genau, ganz klare Sache. Zack, zack, alles voller Landespunkte. Hier hinten alles voll mit Landespunkten. Hier dann eben der Auswahlpunkt. Und da kann man sich dann eben, einen davon aussuchen. Ganz klare Sache, 60er Gegner, ja moin. Aber immerhin nochmal 1100 Landespunkte sind mit dabei. Also, da kann man sich auf jeden Fall schon mal ganz gut was gönnen. Kapitel 2 sieht auch ganz nice aus. Da ist das Ganze dann auch weiter halt. Wenn man Kapitel 1 abgeschlossen hat, kann man das hier auch machen. In Almiron gibt es hier einen Mandschukic, sogar Mario Mandschukic. Also absolut heftig hier von AC Mailand. Den Ehrenbruder haben sie hier reingehauen. Und natürlich dann Kapitel 3 ist ja ganz klar. Muss es natürlich auch noch geben mit Benacer, wie auch immer der heißt. Jimenez ist hier auch mit am Start als 104er. Die sind auch free to play natürlich, wenn man es bis hierhin schafft. 120er Gegner ist schon ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Hier auch die ganzen Spieler sind natürlich ein bisschen heftiger als hier ein 60er Gegner. Aber das sollte man auch eigentlich ganz gut schaffen. So, dann wollen wir mal schauen, was machen wir überhaupt mit den ganzen Landesheldenpunkten. Mit diesen Landesheldenpunkten, okay, gehen wir erst später zu Spieltag. Erstmal kann man nämlich hier bei entweder Meisterboni sich hier 2 von diesen schönen 104er Spielern abholen. 2 davon sind Free-to-Play, soweit ich weiß. Genau, indem man hier einfach diesen Pfad lang geht. Aber Leute, ich würde euch wirklich raten, holt euch lieber Legendenboni, denn das ist einfach legendär, diese Spieler. Wie der Name schon sagt, Legendenboni. Wir können hier nämlich einmal bis ganz hinter Free-to-Play gehen, heißt einen schönen 108er abholen. Richtig, richtig geil. Einen 108er können wir uns hier schön abholen. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, oder wen wollt ihr euch holen? Die sehen eigentlich alle ganz nice aus, muss ich ehrlich sagen. Ich würde wahrscheinlich einen Davis holen. Also, ich werde mir wahrscheinlich hier einen schönen Davis holen. Da brauche ich den Juan Bernat nicht mehr. Huch, dann ist es halt so. Also hier ein Davis ist schon mal ganz nice. Als 108er, Junge, diese Stats sind einfach so heftig. Aber Flankenboost passt perfekt. Einfach nur geil, einfach nur geil hier. Ey, diese Stats, Leute, diese Stats, da muss man lieber schnell rausgehen. Ganz, ganz nice Sache auf jeden Fall. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch hier abholen wollt
genau, könnt ihr gern machen. Dann haben wir hier nämlich noch den Spieltag. Im Spieltag können wir nämlich auch ganz einfach täglich ein paar Werbungen gucken, ein bisschen hier wöchentlich auch uns was abholen, ein bisschen Energie. Gibt es nämlich nochmal spezielle Energien, ist nicht nur normale Event-Energie. Genau, dann bekommt man, kann man nämlich hier nochmal ein bisschen hier Spiele spielen, bekommt hier Landeshelden, Landespunkte. Mit diesen Landespunkten kommt man hier schön in die besten Listen rein. Und genau, und je nachdem, wie viele Spieler man von diesen Aufgaben hier drin hat, bekommt man eben ziemlich viele Punkte auch. Wenn man hier sogar noch so einen Boost dabei hat, den man auch ziehen kann bei den täglichen Packs, ja, dann kriegt man sogar noch mehr Punkte. Dann bekommt man nämlich hier auch bei diesen besten Listen, bei der Gruppenbestenliste, die alle 3 Tage aktualisiert wird, kriegt man hier nochmal Mosaik-Token, Landespunkte und alles mögliche dazu. Also da kann man nochmal ordentlich dann was öffnen, wenn man das Ganze durch hat. Und dann haben wir hier nochmal die weltweite Bestenliste. Da ist es dann absolut heftig, wenn man da wirklich Erster wird. 15.000 Skillboost, Leute. 10 Millionen Münzen. Das ist absolut heftig. Das ist absolut heftig, Leute. Ey, wirklich. Diese Belohnungen. Meine Güte, das ist ja anders krank, was hier EA rausgehauen hat. Aber ich denke mal, Erster in der Welt wird sowieso nur ein RK Ready oder was auch immer. Irgendjemand, der absolut krass viel paid. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und, und hier links sieht man eben noch diese präsentierten Länder, die es halt auch dazu gibt. Genau, wo man halt die Aufgaben dazu auch machen kann, um halt mehr Punkte zu bekommen. So, da haben wir noch hier die Mosaikpunkte. Mosaikpunkte auch sehr, sehr nice am Start. Genau, können wir uns auch das Ganze nochmal anschauen. Hier haben wir nämlich ganz, ganz viele Spieler, die wir abholen können. Hier, indem man halt vielleicht ein bisschen Packluck hat. Genau, so sieht's aus. Ziemlich viele Spieler. Und Neymar 108. Eieiei. Wenn man den zieht, ich glaube, dann ist absolut Rente. Dann ist absolut Rente. Genau, dann kann man nämlich noch weitergehen, indem man halt viele Packs öffnet. Kann man dann eben hier weiter hintergehen. Dieser Kim Moon One ist auch auf jeden Fall free to play. Ein Salah, Leute. Ein Salah. Da scheiden sich die Geister. Ich habe es zwar ausgerechnet. Ich komme darauf, dass der ganz knapp nicht free to play ist, Leute. Er ist knapp nicht ein free to play. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich bis dahin was geändert hat. Ich nehme das Video hier gerade oben links. Seht ihr 21.14 Uhr auf. Das heißt, es kann sich noch ziemlich viel geändert haben. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob der free to play ist. Ich glaube, er ist nicht free to play. Genau, Leute. So sieht es ja auch aus. Außer man kauft sich halt ganz viel oder man hat eben Glück in der Bestenliste. Ich glaube, wenn man Glück in der Bestenliste hat und ständig Erster wird, dann ist er auf jeden Fall Free-to-Play. Aber ich denke mal, man ist jetzt nicht so ein krasser Typ, der das halt ständig hier durchhauen kann. Und deswegen denke ich mal, dass er als normalsterblicher FIFA-Mobile-Spieler eher nicht Free-to-Play ist. So sieht's aus, Leute. Das heißt, wir können mal gucken hier beim Hauptkapitel, was jetzt hier genau Free-to-Play ist. Also Bravo ist Free-to-Play. 500 Mosaik-Token sind auch Free-to-Play. Brooks ist auch Free-to-Play. Dann hier, Hernandez ist auch Free-to-Play. Nakata, Leute. Nakata. 100er Nakata. Absolut heftig, dass ihr einfach Nakata raushaut. Lol. Der ist meines Erachtens auch nach. Wahrscheinlich, wenn man immer spielt und wenn man richtig viel Glück in der Bestenliste hat, ist Nakata wirklich Free-to-Play. Halt, wenn man wirklich Glück hat und immer unter die Top 5 oder so kommt, dann kann man das wirklich hier kriegen. Diesen absolut heftigen, ja, diese absolut heftige Event-Icon. Und ein Roberto Carlos ist natürlich nicht Free-to-Play, Leute. Das wissen wir auch. Tja, also absolut heftig hier. Nakata einfach. Einfach EA out Nakata raus. Absolut heftig. So, können wir nochmal kurz gucken hier, was im Shop noch so alles abgeht hier, was es noch für schöne Spieler gibt. Es gibt noch ein Samuel Eto'o 101, ein Veron 99, Lionel Messi Packs hat die ja auch rausgehauen hier mit einem Endo 99 noch und einem Koulibaly. Also auch nice, was hier immer wieder rausgehauen hat. Ich fände es natürlich besser, wenn Messi irgendwie free to play wäre oder wenn Messi, keine Ahnung, jetzt mal nicht in einem reinen Pack wäre, aber ich werde die auf jeden Fall auch öffnen, Leute, das könnt ihr euch schon mal drauf freuen, hier auf ein paar schöne Messi-reinen Packs, ja, mal gucken, aber ich werde ihn sowieso nicht ziehen, sonst haben wir hier noch weltweit Packs, 2500 Gems kostet hier so ein schönes Pack, da kann man nämlich hier nochmal einen 100-Plus-Spieler ziehen, das sind nämlich nochmal andere Spieler als normal im Event, wir haben hier nochmal Mané, Di Maria, Jiménez, Ospina, Lapadula, Benze Baini sogar aus der Bundesliga, auch heftig. Wood, Ricon und ein Rodriguez und ein Serredier. Ah, das Serredier kennt man aus Hamburg. Das war heftig. Wer kennt den noch? Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Da haben wir hier noch für 1,99 Euro ein schönes Angebot.
das könnte ich mir sogar gönnen. Das könnte ich mir dann sogar für den Livestream morgen gönnen. Mal schauen. Heute natürlich, Lul. Sonst ein geiles, geile Angebote auf jeden Fall hier. Hier können wir nochmal 500 Landespunkte auf sich mitnehmen. Genau, hat EA schon mal ein bisschen was hier rausgehauen. Und dann eben hier 100 Mosaik-Token sind vielleicht auch am Start. Genau, so sieht's aus. Und das heißt, Leute, ihr könnt mal gerne reinschreiben. Was haltet ihr von diesem Event? Wie findet ihr es? Schreibt es mal gerne rein in die Kommentare. Findet ihr auch gut das, was Free-to-Play ist? Wie auch immer, kommt gerne in den Discord. Und das heißt, Leute, wir sehen uns. Wir sehen uns auch auf jeden Fall heute noch im Livestream. Bis dahin, Leute, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.